Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es was super Schnelles, ein kurzes Video, ein einfaches Rezept. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unterm Video. Los geht's! Als erstes 200 ml Sahne steif schlagen. Ich habe allerdings etwas mehr als 200 ml, weil ich etwas Sahne für später aufheben möchte, für die Deko. Ihr müsst es aber nicht tun, die Sahne sollte kalt sein und ich verwende kein Sahnesteif. Dann nehme ich noch 300 Gramm Vanillequark. Mein Quark ist von Milzani, den gibt es bei Aldi Nord und ich finde, er schmeckt wirklich ganz gut. Letztendlich ist es völlig egal, welche Marke das ist, Hauptsache der Quark schmeckt euch. Und jetzt muss man die geschlagene Sahne einfach vorsichtig unter den Quark mischen bzw. unterheben und fertig ist die Vanillecreme. Außerdem nehme ich noch ca. 200 Gramm rote Grütze. Mehr geht natürlich auch oder auch weniger, das ist Geschmackssache. Und als feste Komponente nehme ich noch die Waffel von gestern. Ich habe gestern belgische Waffeln ohne Hefe gebacken. Das Rezept verlinke ich für euch in der Infobox unterm Video, falls ihr die nachbacken wollt. Gekaufte Waffeln gehen natürlich auch oder irgendwelche Kuchenreste, Biskuitboden oder vielleicht habt ihr noch irgendwo Weihnachtsplätzchen rumliegen, die ihr gerne verwerten wollt. Das geht alles und das ist auch das Gute an diesem Dessert. Meine Waffeln reiße ich einfach in kleine Stückchen und dann schichte ich das Dessert in die Gläser. Man kann aber auch eine ganz normale Auflaufform verwenden und die Zutaten dann auch Schicht für Schicht in die Form oder ins Glas geben und nicht so wie ich durcheinander. Das ist auch Geschmackssache. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!